Du hast dir in deinen Gedanken irgendwas zusammengebastelt und versuchst, das nun in die Realität zu übertragen. Aber so funktioniert das nicht. Wenn es nicht klappt, dann soll es halt nicht sein. Wenn ich sowas schon höre. Du bist einfach viel zu beeinflusst von diesen ganzen Büchern und Filmen. Die Liebe ist nun mal nicht so spektakulär. Man trifft sich nicht auf klischeehafte Weise irgendwo und verliebt sich auf den ersten Blick ineinander. Entschuldigung, was denken Sie sich eigentlich? Mein schöner Anzug, verdammt nochmal, was soll das? Ach, halt's Maul! Was? Auch noch frech werden, wie? Reg dich ab, Mann! Ich komm dir gleich hoch! Hey! Das ist deiner. Hi, ich bin die Anna. Steinbeißer. Falls mein Brief bei dir landet. Gerade nichts anderes da. Wir können aber auch das Partnerschnitzel nehmen. Hab schon gegessen. Die von der Schadensprüfung haben mir noch den letzten Nerv. Da fällt mir ein, ich habe mich heute Morgen mit deinem Kollegen unterhalten, dem Herrn Holz. Wir haben uns ja schon mal auf eurer Betriebsfeier bequatscht. Und zwar dem seine Frau, die macht ja zurzeit dieses Umschulungsprogramm. Und der hat gesagt, ihr könnt mir da Adressen geben. Musst du gleich mal der ganzen Firma erzählen, dass du arbeitslos bist. Die Frau von Herrn Holz. Der Holz ist ein Vollversager, genauso wie seine Frau. Hast du jetzt mal bestellt? Ich wollte noch ein wenig warten. Yo, ey, so pauschal kannst du das aber auch nicht. Naja, aber wie soll man denn unter solchen Voraussetzungen als Frau seine Persönlichkeit mit in die Begegnung einbringen? Hm? Jetzt mit dem Körper. Oder wie? Ach, überleg doch mal, wenn du am nächsten Morgen neben einer super Blondine aufwachst und ihn auch nicht mal ihren Namen buchstabieren kann. Ich meine, wie soll man dann darauf eine von Respekt und Achtung geprägte Beziehung aufbauen? Ey, ich würde dir auf jeden Fall noch einen Kaffee machen, bevor ich den Busplan hole. Du bist ja echt total süß. Wow, du bist... ein Zauberfüchsler. Bei jeder Leiche haben wir so ein Ding gefunden. Wie ein Wegweiser, der uns direkt in den Fuchsbau führen wird. Ich will einen Anwalt. Hose runter. Spinnst du? Du hast genau zwei Möglichkeiten. Das Leiden verkürzen oder verlängern. Und jetzt runter mit dem Röckchen, Prinzessin. Ich mach eine Aussage. Ich mach eine Aussage, okay? Das ist lobenswert, aber nicht das Ende der guten Taten. Ich kann mich nicht hören, Lady. Wie? Das ist alles? Ja, komm, du wehr dich. Boah. Zu Hause habe ich ja auch eine Pflanze. Willst du sagen, das schmeckt wie Fensterbank Homegrown? Ach, das ist super Skunk. Boah. Jetzt merke ich. Bester Hollandskunk. Irrtum. Also doch Homegrown? Bremse. Was ist denn das für ein Name, Mann? Ist das zum Schreien komisch, Mann? Machst du dich lustig über mich? Hä? Was machst du da? Nichts. Du hast masturbiert. Hab ich nicht? Doch, hast du. Ja, okay, erschieß mich. Ich hab mir einen runtergeholt. Du ekelst mich an. Entschuldigung. Aber durch meine Ader fließt noch Blut. Ja, durch meine auch. Ach ja? Ich hab das Gefühl, ich bin der Einzige, der noch was dafür tut. Leo, so geht das nicht. Das ist keine Ehe. Du warst doch nur glücklich, solange ich die Klappe gehalten habe. Soll ich dir was sagen? Ich habe mich verändert. Und mein neues Ich wächst gerne, wenn's geil ist, da du mir ja offensichtlich in dieser Angelegenheit nicht weiterhelfen magst. Friorst du? Na? Sag mal was. Ohne Quatsch, ich friere nie. Wow. Du kannst da widersprechen. Klar. Und jetzt sag mir mal, was du hier machst. Ist halt nur wegen gestern. War doch okay der Abend, oder? Und außerdem wolltest du mir noch sagen, wie du heißt und so.